Hallihallo, hier ist Rosemarie Engel. Und zwar mit einer Wunderpflanze. Wer sich von euch auskennt, wird sie schon erkannt haben. Den Baum. Und zwar ist das ein Walnussbaum. Süß, ne? Der wird aber auch noch groß, hoffe ich, dass er das darf. Ja, und es ist so, dass es einige Menschen gibt, die einen Haufen Geld damit verdienen, über Parasitenbefall und Kuren und was weiß ich was alles zu schreiben. Ich schreibe jetzt auch gerade ein Buch. Ästblätter von Walnussbäumen. Buch fertig. Das tut sogar, die Bitterstoffe wirkt sogar gegen abgekapselte Parasiten im Körper. Ja, also ihr braucht nicht was weiß ich was für Kuren zu machen. Ich meine, wenn ihr das möchtet, ist das natürlich was anderes. Aber ist es nicht einfacher, hier so ein feines, schönes Blättchen zu essen? Also da würde ich vielleicht jetzt zwei essen, weil eins wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber es ist immer noch genießbarer, wie hier so ein großes, ich weiß es. Es ist eine Überwindung, es zu essen, oder nimmst es mit nach Hause und macht's direkt in den Smoothie, da merkt ihr die Bitterstoffe nicht so. Ja, dann nehmt drei von so kleinen Plättchen und macht's in den Smoothie. Und dann ist das Thema erledigt. Und ich mache das mindestens einmal die Woche. Ja? Und so werdet ihr die Parasiten los. Selbst die abgekapselten. Ja? Ist nicht so ein großes Ding, wie es gemacht wird. Da ist einer auf dem Kanal, der hat komplett ganz viele. Der hat komplett ganz. Also da geht es jedes Video um Parasiten. Hey, bei mir nicht. Ich kann nur sagen, ein Wort, ein Satz. Esst Blätter von Walnussbäumen. Und die Walnüsse sind ja sowieso sehr, sehr gesund, ne? Das wissen wir alle. Da ist Omega-3 drinne. Da ist, nee, in der Schale ist Jod drinne. Ja, also da werde ich auch noch mal ein Video dazu machen, wie man das Jod aus der Schale also aus der Walnuss komplett mit Schale halt gewinnt. Also kein großes Ding. Guckt, dass er regelmäßig Walnussbaumblätter isst und im Winter Walnüsse. Okay, macht's gut, bis dann, ciao.